Hallo Leute, willkommen wieder zurück zum Cave Story Let's Play. Es ist schon eine Weile her, seitdem ich das letzte Mal aufgenommen habe. Aber wir sind hier im Labyrinth stehen geblieben. Hier sind wir, glaube ich, letztes Mal durchgekommen. Ja genau, Labyrinth M. Da hatte ich ja so schwierige Probleme am Anfang, weil ich so wenig Leben hatte. Und jetzt können wir hier anscheinend nicht durch diese Gitter. Du hörst den Klang von rauschendem Wasser. Wäre kein Gitter davor, könnten wir da durchgehen. Okay, und Curly ist anscheinend schon vorgegangen. Hier, so. Wir haben ja letztes Mal auch noch Balrog wieder besiegen müssen, damit die überhaupt hierher kommen. Okay, was ist denn los? Seltsamer Ort, nicht wahr? Ich frage mich, ob dies eine Art Basis war. Okay, der blinkt was. Hier können wir anscheinend nicht durch. Und hier oben ist ein Computer. Tür öffnen, natürlich. Fehler bei Tür Nummer 4. Mal schauen. Okay, 1, 2, 3. Oh, da steht ja schon 4. Und auf den anderen steht gar nichts. Was ist denn hier los? Dieses Tor ist nicht ganz offen. Es sieht aus, als würde es festhängen. Okay, mal schauen, ob uns das weiterhilft. Du hörst, wie es sich bewegt. Ja toll, jetzt hat es nicht Tür oder Tor Nummer 4 hier geöffnet. Und Curly hätte sowieso durchgehen können. Naja. Nach jedem Tor ist noch ein Tor. So viele Sicherheitsvorkehrungen, da muss etwas sehr Wichtiges drin sein. Glaubst du nicht auch? Da unten ist ein Computer. Und wir müssen jetzt wieder zurück. Da wir hier... Okay, ja. Computer wieder? Ja, genau. Aufzug ablassen. Ich schätze, anscheinend hätten wir die Tür Nummer 4 nicht repariert, hätten wir diesen Aufzug nicht benutzen können. Somit hätten wir auch nicht das letzte Tor öffnen können. So. Ups. Ja, Tür öffnen. Tür, Tor ist alles das gleiche. Obwohl, das Riesending könnte eher als Tor durchgehen. Oh, hat's da gerade gelaggt? Oh nein. Was ist jetzt los? Da waren ein paar Frame Drops. Ich weiß nicht wieso. Aber jetzt geht's anscheinend wieder. Oder vielleicht war das nur bei mir. Okay, Curly ist schon wieder weiter. Was ist denn da oben los? Okay, da, da. So. Ja, ich würde lieber noch hier Exploration machen. Oh, was ist denn das da oben? Das da oben schaut nicht gerade gut aus. Und ja, das hier habe ich nicht übersehen. Etwas ist um den defekten Roboterarm gewickelt. Willst du es nehmen? Ja. Abschleppseil. Ah ja. Wozu wir den noch brauchen, das werdet ihr dann später sehen. Und da werde ich noch genaueres erklären später. Dazu und so. Mal schauen, was die Curly gefunden hat da oben. Anscheinend noch ein Roboter, der kaputt ist. Schau, das ist ein Soldat von der Oberfläche. Es wurde alles zerstört. Was war das? Hast du das auch gehört? Was auf der Erde? Kein Mensch, kein Mimiker könnte jemals so viel Schaden anrichten. Hä? Er lebt noch. Team 9 vernichtet. Das Ziel konnte nicht zerstört werden. Nicht genügend Strom. Rückzug. CLR Rückzug. Rückzug. Ja, schönes Ding. Oh ja, jetzt ist die Curly genockt out. Genockt out. Und wir werden hier gleich von dem Boss begegnet. Weg mit dir. Oh, was schießen die denn dafür? Nicht gerade im... Oh nein, ich wusste, dass ich da runterfalle.
Nein, 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 nein. Oh, ich brauche nur ein bisschen Luft. Ich glaube, ich sterbe jetzt. Wegen Wasser. Unglaublich, dass uns Wasser so viel Schaden ausmacht. Naja, okay, wir sind ja auch ein Roboter. Oh nein, okay, gut, ich bin Überlebender. Und ich habe noch immer keinen Schaden angerichtet bei dem Typen hier. Ah, jetzt aber. Ich muss also den Riesenkern da besiegen. Okay, sollte nicht allzu schwer sein. Ich würde euch, glaube ich, die Raketen empfehlen dafür, aber da ich irgendwie voll die schwachen Raketen jetzt gerade habe, geht das jetzt nicht. Okay, und wenn er euch anpustet, dann schießt er auch gleich mit irgendwelchen Bällen rum, die 20 Schaden machen. Ja, jetzt muss ich das Ganze nochmal machen. Ach, Mann. Also diese Bälle, nennen wir sie mal, keine Ahnung wie, einfach Bälle, die machen unglaublichen Schaden, 20. Jetzt muss ich das Ganze hier nochmal durchmachen. So, hier oben. Jedes Mal, wenn der Kern... Oh, Mann, jetzt bin ich völlig unkonzentriert. Wenn der Kern euch anpustet mit diesen Bällen, dann müsst ihr irgendwie in der Ecke abhauen und die Bälle irgendwo anlocken, wo ihr dann aber schnell wieder verschwinden könnt. Weil ihr sonst halt 20 Schaden bekommt. Okay, gut, das ist jetzt wieder da und jetzt kann ich wieder zurück. Aber hoffentlich lag's aber nicht. Oder Frame Jobs. Oder. Einfach mal die Musik genießen. Ich habe noch versucht, vor der Aufnahme den Boss zu besiegen, hat auch eigentlich recht gut geklappt, hat zwar ein bisschen länger gedauert, weil ich nicht gerade direkt angegriffen habe, sondern erst so mit einfach irgendwo auf dem Platz stehen in Sicherheit und irgendwie schon treffen. Ja, da bin ich nicht gleich gestorben wie jetzt, aber da habe ich auch, da war ich auch im Sinne, alles war noch im Kopf. Und ja, wieder den Seil da unten mitnehmen. Nicht, dass ich den vergesse. Ich glaube, den kann ich auch sogar nach dem hier holen, aber lieber jetzt. Also Abschleppseil gefunden. Okay, und jetzt hier wieder zurück nach oben. Schnell, schnell, schnell. Okay, gut. Jetzt geht's gleich los. Oh. Rückzug, Rückzug, Rückzug. Okay, okay. Jetzt geht's los. Ja. Ich glaube, ich bin hier letztes Mal gestanden. Also bei meinem Vorlauf bin ich hier gestanden, bis der Typ zu mir gekommen ist. Habe eigentlich nicht großartig viel Schaden genommen. Gut, so. Level 3. Level 3 Ding macht ziemlich viel Schaden. Also, ja. Alles, was in meiner Umgebung ist, da sind überall Herzen. Ach, ich merke gerade, ich habe ja nur 22 Herzen. Oh nein, das ist doch nicht gut. Schnell, weg mit euch. Ja, so bin ich eigentlich nur gestanden hier mit auf dieser Klippe, bis ich irgendwie sein Leben bis auf Null gesetzt habe. Eigentlich macht Curly das Ganze, also die ganze Arbeit, eigentlich macht hier so ziemlich gar nichts. Okay, jetzt pustet er, jetzt hier warten, bis er die Geräusche hört von den Bällen. Okay, und jetzt wieder hoch, die Treppe hoch. Oh Gott. Oh, das war ja knapp. Das war mal knapp. Weg mit dir. Boah, ich bräuchte ein paar Herzen. Ich
Ich würde auch gerne dahin springen, aber ich schätze, ich bin nicht gerade mutig genug. Das sind mir nicht gerade viele Herzen. Okay, jetzt aber so. Okay, jetzt. Okay, ich dachte schon, wir hätten die Hälfte seines Lebens, aber so viel dazu. Okay, hier, noch mehr Herzen. Ich gewinne die Herzen. Okay, nein, doch nicht. Oh nein. Eigentlich macht Curly den ganzen Schaden zu dem Kern. Ich verteidige mich nur. Okay, gut, ich bin Level 3. Was macht ein Curly da? Die glitzt sich durch, oder was? Ei! Okay, 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 okay. Oh nein, jetzt kommen die Schleuderbälle. Oder? Ja. Schleuderbälle. Hopsala. Okay, wir haben schon, also Curly hat schon die Hälfte seines Lebens runtergesetzt. Oh nein! Ich werde wegen Wasser sterben, wegen Atemnot und Dings. Puh, das war ja knapp. Weg von da. Ich bin eigentlich gerade ziemlich, ziemlich schlecht bei diesem Bosskampf, weil ich irgendwie, naja, keinen Bock habe, gegen ihn zu kämpfen und Schaden zu machen, weil ich selbst kaum Leben habe. Okay, doch, eigentlich habe ich ja die Hälfte, mehr als die Hälfte. Aber, okay, gut. Ich dachte schon. Wenn ich nur dahin kommen könnte, dahin. Oh nein. Okay, hierhin, so. Okay, jetzt schnell nach oben. So, das ist gut. Und dann hier auf die Klippe. Weg mit euch! So, jetzt habe ich ein bisschen die Raketen genommen. Und ihr seht, wie schnell das geht. Aber jetzt habe ich keine, glaube ich. Ups, Seifenblasen. Das wollte ich nicht. Dieser Bosskampf dauert eigentlich länger, als er sollte. Wenn ihr nicht so wie ich seid, dann bitte macht ihn schneller. Ihr macht ihn schneller kalt mit Raketen. Aber da meine Raketen so schwach sind, ja. Nein, nicht das da. Das hier. So. Mann, diese Seifenblasen, die nützen mir gar nichts. Obwohl hätte ich es auf Level 3. Oh nein, nicht das. Nicht das. Ich werde wahrscheinlich sterben. Oh Gott. Oh nein. Oh, das war ja knapp. Knapper hätte es sein können. Oh oh. Hier hoch. Ich will nicht wegen. Okay, das war jetzt blöd. Nein. Nein. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ich brauche Wasser. Ich meine Luft. Mann, das ist schon eine Sache mit diesem Luft und so. Weg, oh oh. Öffne dein Auge, Mann. So, weg mit dir. Ja. Alter, okay, okay. Endlich. Wir haben es geschafft, oder? Boah, das war ja mal knapp. Ich sehe, du hast ihn besiegt. Du bist die Hexe, die mich hier runtergeworfen hat. Ich hoffe für dich, dass es den Kindern gut geht. Ha, sei still. Du bist keine Mutter. Warte, ich habe mich gerade abgelenkt. Weißt du überhaupt, was das ist? Was? Ich meine, was? Was? Das hasse ich so an Robotern. Das ist das Herz der Insel. Wenn du ihn zerstörst, wird die Insel auf die Erde fallen. Ist das dein großer Plan? Willst du, dass die Insel mit dir in einem Flammenmeer? Flammenmeer? Okay. Flammenmeer untergeht?
ihr Narren! Oh, der Doktor ist auch noch da. Hey, was machst du? Oh, ich mach da voll die falsche Stimme. Noch ist es genug Zeit. Ho, 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 ho. Tja, das war mal ein Boss. Oh, oh nein! Oh nein, warte, können wir eigentlich hier raus? Was ist mit Curly los? Nix. Oh nein, die Tür ist noch immer zu. Komm schon, Wasser. Oh. Oh nein. Du wirst ohnmächtig. Alles wird dunkel. Wusstest du, dass die Hexe Jenka einen Bruder hatte? Sein Name war Balos. Wie seine Schwester hat auch er sehr mächtige Fähigkeiten. Ah ja, Jenka hat also einen Bruder. Du kannst atmen? Oh, hat uns etwa Curly ihr Luftbläschen gelassen? Oh nein, was ist mit Curly? Ich muss die mal. Ja, das nützt aber trotzdem nichts, weil meine Agilität und die Trägheit im Wasser sehr schlecht ist. Komm, ich muss mit Curly labern. Was ist mit der los? Sie antwortet nicht. Sie bewegt sich nicht. Aber es sieht aus, als würde sie noch leben. Roboter und leben. Klar. Willst du das Abschleppseil benutzen? Und hier kommt das Abschleppseil natürlich im Spiel. Das Abschleppseil um sie binden. Und jetzt tragen wir sie auf dem Rücken. Ach ja, wir können jetzt eigentlich hier durch. Ja, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob ich hier beenden soll. Also, es wären ja ungefähr nur 17, 18 Minuten dann. Ja, ich speichere lieber hier, um nochmal sicher zu gehen. Dann sehen wir, wie es weitergeht im nächsten Teil. Okay, wieso ist die Speicher? Ach so, ja, weil Trägheit und so. Okay, die Gitter ist da hinten weg. Hier können wir jetzt speichern. Also Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich werde hier ein bisschen früher speichern, leider. Aber dann seht ihr im nächsten Part, wie es weitergeht. Das ist ja eigentlich auch selbstverständlich. Und ja. Okay, jetzt muss ich wieder nachdenken. Genau. Falls euch das Video gefallen hat, dann schön für euch. Dann freuen wir uns darüber, wenn wir auch positives Kommentare sehen oder Kritik. Wir werden überhaupt gerne Kritik sehen. Auch wenn wir was verbessern könnten, dann bitte schreibt es in den Kommentaren, dann versuchen wir das umzusetzen. Obwohl, wenn ich jetzt sage, wir, da ja Dark Alpha nicht gerade viele Let's Plays macht in letzter Zeit, dann schreibt einfach in den Kommentaren, was ich verbessern könnte. Weil ich weiß ja nicht, ob der Dark Alpha wieder so regelmäßig Let's Plays machen wird. Also ich versuche es, aber ich kann auch nichts garantieren. Also Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part.